Hi Leute, ich melde mich heute mal ganz schick aus meiner eigenen Küche. Ich muss euch nämlich was sagen. Und zwar haben vor ein paar Wochen einige Leute auf der Facebook-Seite von Dana Golombek, meiner Serienmama, ein ganz bestimmtes Foto gesehen. Ich zeig's euch mal. Der Untertitel zu diesem Foto war Abschied von Henrike und Konstantin. Ja, daraufhin haben natürlich einige Leute geschrieben und gefragt, was los ist, ob ich aussteige, ob Konstantin und ich zusammengehen oder was da sonst los ist. Ich durfte auf diese Nachrichten leider nicht wirklich antworten. Ich weiß, ich wollte auch nicht lügen oder so, also habe ich meistens gar nichts gesagt. Das ist so, weil wir als Schauspieler in der Serienproduktion meistens Schweigepflicht haben. Also da ist vertraglich geregelt, dass wir halt über den Inhalt der Serie nichts verraten. Also durfte ich auch nicht erzählen, dass ich jetzt aussteige. Dass das Foto überhaupt online gegangen ist, war glaube ich eher so ein kleiner Unfall. Wir haben das dann aber einfach so stehen lassen und halt nichts weiter dazu gesagt. Ja, bis jetzt, denn die Closer, die am Mittwoch rausgekommen ist, die hat da einen kleinen Beitrag gebracht. Und zwar überraschender Ausstieg. Ja, also, okay, es stimmt. Ich steige aus, beziehungsweise ich bin ausgestiegen. Ich habe schon vor 6 Wochen aufgehört zu drehen. Und ja, war deshalb so lange auf Reisen. Das hätte ich natürlich sonst nicht machen können. So lange Urlaub hat man in der Soap eigentlich nicht. Ja, so überraschend ist es im Grunde nicht. Also für euch sowieso nicht, denn wie gesagt, viele von euch haben sowieso schon spekuliert, ob ich aussteige. Und für mich schon mal gar nicht, denn die Rolle Jacqueline, die war auch nur für 8 Monate geplant. Also ich wusste von Anfang an, wenn ich da einsteige, bin ich in 8 Monaten auch wieder fertig. Ist also kein Schock für mich. Abgesehen davon ist es ziemlich cool, 8 Monate am Stück zu drehen. Das hat man als Schauspieler jetzt auch nicht so oft. In einer Telenovela ist es sowieso ganz normal, dass es feste Rollen gibt, sowas wie Gunter Flickenschild oder Carla oder so, die halt immer dabei sind. Und dann gibt es noch Staffelrollen, die kommen und bleiben halt nur eine Staffel, so wie zum Beispiel die Rose immer, also die Hauptrolle, die Patricia Schäfer spielt, oder eben wie ich oder halt andere aus dem Cast, die dann auch wieder aussteigen am Ende der Staffel. Ich bin jetzt ein bisschen eher gegangen, weil ja, die Rolle war halt einfach so angelegt, dass die eher verschwindet und ich hatte dann auch einfach nichts mehr zu tun, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem ist es natürlich immer traurig, wenn so ein Job dann zu Ende geht. Also es ist, glaube ich, als Schauspieler eine echt emotionale Geschichte. Ich habe nach meiner letzten Szene wirklich total geheult. Es ist dann auch so, dass das ganze Team und die ganze Produktion und alle, die irgendwie beteiligt sind, nach der letzten Szene eines Schauspielers dann ans Set kommen und applaudieren und man kriegt irgendwie ein Champagner und Blumen und so und muss dann leider eine Rede halten, was ganz furchtbar ist, weil ich so geweint habe. Also ich fand es sehr emotional und ja, klar, es ist immer traurig und was ich auch ja, merkwürdig finde, also die Umstellung von einem sehr intensiven Job, wie in der Soap oder Telenovela, zu, ich bin jetzt wieder arbeitslos oder arbeitssuchend. Das ist natürlich ein krasser Unterschied und man muss erstmal wieder so in den Alltag reinfinden. Deshalb war es wahrscheinlich auch ganz gut, dass der Ben und ich halt erstmal, als ich abgedreht war, sofort in die USA geflogen sind und da halt gereist sind und sein Buch produziert haben und so. So habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass ich jetzt ja eigentlich drehen müsste. Also das ist natürlich, wenn man dann plötzlich arbeitslos ist und morgens keinen Grund hat aufzustehen, dann ist das natürlich was anderes. Also war das eine gute Idee, halt direkt wegzufahren. Ja, und nun beginnt wieder der Part, dass ich Caster anschreiben muss, ich muss neue Fotos machen, ich werde mein Showreel neu schneiden. Das sind alles so Sachen, die gehören genauso zum Schauspielerberuf dazu. Beruf, ich kann schon gar nicht mehr aussprechen. genauso zum Schauspielerberuf dazu wie Text lernen oder sonst irgendwas anderes. Also ja, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt in dem Video. So bin ich Schauspielerin geworden. Arbeitslosigkeit ist ja kein Leerlauf, sondern ist die Zeit, um wieder sich für neue Rollen zu bewerben. Und das werde ich jetzt machen.
Vielleicht erinnern sich ein paar von euch daran, bei Verbotene Liebe, als ich da ausgestiegen bin, da ist meine Serienrolle gestorben. Und zwar ist sie erschossen worden. Um Gottes Willen, Berg, legen Sie die Waffe weg. Sie wollen Ihrer Tochter doch nichts tun. Ihr sicher niemals. Aber Ihnen... Vincent Berg, Sie sind festgenommen. Alexa. Los, raus mit ihm. Raus mit ihm. Das war natürlich hochdramatisch, aber ich kann euch versprechen, Jacqueline wird überleben. So viel darf ich sagen, glaube ich. Ich freue mich sehr für sie. Das hätte sie, glaube ich, nicht verdient, einfach erschossen zu werden. Aber wie genau ich gehe, das werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Ob sie in den Sonnenuntergang reitet oder vielleicht ihre Koffer packt und bei Nacht und Nebel verschwindet, das lasse ich jetzt mal offen. Zu guter Letzt, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich ja immer eine andere. Also ich bin mir ganz sicher, ihr werdet mich demnächst mal irgendwo anders sehen. Und vielleicht geht ihr den Weg ja mit mir zusammen, hier auf dem Channel. Also schön abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Außerdem habe ich noch eine ganze Menge Backstage-Material von Rote Rosen für euch. Also wird es in Zukunft auch noch ein paar Videos von der Serienproduktion geben. Jetzt habe ich für euch noch ein paar ganz offizielle Bilder von unserer wunderbaren Abschiedsparty. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.